Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind zurück bei den Engländern. 290 vor Christus ist es, oder vor der Zeitrechnung. Christus ist ja eine Figur, die wir gar nicht kennen. Und ja, wir sind noch im Krieg mit den Indern und den Amerikanern. Aber wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass das sehr gefährlich für uns werden wird. Wir hingegen stehen vor Jerewan. Und das ist, ich hatte schon mal gesagt, ein wirklicher Treppenwitz der Geschichte. Ganz knapp. Höchst knapp hat die Volksversammlung gegen einen Angriff auf Jerewan entschieden. Nur zwei Stimmen waren da ausschlaggebend. Und ich denke, ich antizipiere das richtig, dass in diesem Falle, wo sich die Bürger von Jerewan auf die Seite der Inder gestellt haben, gegen uns gestellt haben, uns gewissermaßen mit dem Krieg erklärt haben, dass da wir eine Vergeltungsmaßnahme hier durchführen sollten und Jerewan erobern sollten. Zumindest es versuchen sollten. Wobei, na mal sehen, mal gucken, wie lange wir das hier aufrechterhalten oder ob die Inder nicht vorher nach Frieden fragen. Wir schauen überhaupt mal vorbei, diplomatisch. Gucken mal, ob jetzt es möglich ist, die Seide von ihm zu bekommen. Gewürze. Nein, noch immer will er das ganz teuer nur abgeben. Roosevelt, wir fragen einfach mal an. Kommt nicht in Frage für ihn. Und Gandhi, wie sieht es bei dir aus? Oh, er würde, das ist ja witzig, er würde tatsächlich Frieden schließen und gleich noch einen kleinen, ganz anständigen Handel für Kakao mit drauflegen. Aber ich denke, wie gesagt, ich will jetzt aus pragmatischen Gründen nicht die Staffel beenden und eine Abstimmung über die Frage machen. Ich denke, ich antizipiere die Mehrheit der Volksabstimmung oder den Volkswillen, indem ich sage, wir werden versuchen, Jerewan zu erobern. Wenn uns das nicht gelingt, weil es zu schwer ist, weil die Stadt ist wirklich gut gelegen, dann schließen wir eben den Frieden, aber noch sollten wir es versuchen, wenigstens. So, eine Produktion in Bristol ist zu wählen. Der Markt ist natürlich verlockend, jetzt zu bauen in unserem neuen Handelszentrum, aber ich denke, Bristol hat große Probleme mit dem Wohnraum, deswegen bauen wir erstmal ein Aquädukt. Und das ist wohl nur hier möglich, deswegen machen wir es auch hier. Der Sumpf wird trockengelegt dafür. Wir können übrigens auch einen neuen Händler machen, aber das ist, glaube ich, noch nicht so weit. So, und hier sollten wir nicht so forsch vorgehen. Du gehst mal... Ja, wo gehst du hin? Von hier aus kannst du das nächste Mal schon schießen. Ach du Schreck! Die haben schwere Streitwagen zur Verfügung. Das ist natürlich gefährlich. Höchst gefährlich. Da müssen wir aufpassen. Vor allem hier auf den Rambock. Gut, dann gehst du mal bitte dorthin. Du bewegst dich auf den Berg lieber. In Sicherheit. Und du kommst hier ein bisschen näher. Vielleicht so. Und dann müssen wir uns natürlich hier noch um die Barbaren kümmern. Zuerst aus der Ferne und dann aus der Nähe. Ich denke, wir sind denen ja an Erfahrung und Ausbildung bei weitem überlegen. Das sieht ganz gut aus. Okay, so weit, so gut. Dann können wir in die nächste Runde gehen. Und wollen mal sehen, was die Streitwagen hier aus Jerewan so anstellen. Wie kommen die überhaupt? Boah, die rücken jetzt massiv vor. Was ist denn das? Das ist überraschend. Da müssen wir aufpassen. Und hier werden unsere Bogenschützen auch noch angegriffen. Wehren sich etwas. Und ich denke, das nächste Mal wird dann Schluss sein. Und wir haben ein Heureka wegen unserer Wassermühle, die wir gebaut haben. Sehr schön. Für Bauwesen. Hervorragend. So, jetzt werden wir erstmal hier das beenden. Leider fallen die natürlich für diesen Krieg gegen Jerewan aus. Für den Angriff. Das ist ein bisschen traurig. Aber hier werden wir das Dorf sofort erledigen und dann zurückkehren. Jetzt müssen wir das mal ein bisschen geschickt machen. Ich denke, wir ziehen uns mal mit dem wieder zurück. Ist mir hier ein bisschen zu heikel geworden, die Nummer. Okay, du kannst den erreichen. Dann solltest du das auch nutzen. Hm.
Du kommst mal einen näher. Tja. Und hier tendiere ich ja dazu. Ah, das ist schwierig. Wir müssen uns eigentlich irgendwo in Sicherheit bringen. Aber die Frage, ist Sicherheit hier? Ich bezweifle es fast. Ich glaube, ich gehe mal hier in Richtung des Dschungels, um einen besseren Verteidigungsbonus zu haben. Mal gucken, ob das eine richtige Entscheidung ist. St. Johnson. Hier werden wir jetzt, denke ich, den Händler bauen und danach den Siedler. Das passt ganz gut. So, was haben wir hier? Du, oh ja, du musst dich verschanzen. Ganz wichtig. Und damit geht es schon in die nächste Runde. Haben wir noch was übersehen? Ich denke nicht. Da unten ist alles soweit klar. Na dann. Mal schauen, wie das jetzt hier weitergeht. Diese Schlacht vor Jerewan. Auf jeden Fall ist diese dieser Stadtstaat weitaus besser aufgestellt als die bisherige. Das muss man sagen. Das Katapult feuert auf unsere Schwertkämpfer, die sich in die Hügel verschanzt haben. Und oh, sie gehen jetzt zwischen uns. Sehr schön, wir heilen ein bisschen. Gar keine so schlechte Gelegenheit. Ich weiß gar nicht, kann der uns hier über die Hügel erreichen? Ich kenne mich nicht so ganz toll aus mit den schweren Streitwagen. Aber ich denke, wir nutzen erstmal die Möglichkeit, dass wir hier ihn ziemlich unangefochten angreifen können. Auch wenn der Schaden jetzt nicht übermäßig ist. Wie sieht es aus mit diesem Angriff? Das ist mir vielleicht ein bisschen zu heikel. Auch wenn wir viel, viel Schaden machen. Der kann noch gar nichts. Ungünstig. Wenn ich dahin gehe, werde ich von der Stadt beschossen. Das haben wir nicht ganz so gut gemacht hier. Ja, aber er reicht den sehr gut. Okay. Ich könnte sie noch nicht erledigen. Schwierige Entscheidung. Aber ich tendiere fast dazu, jetzt hier mit dem Bogenschützen den weiter fast zu erledigen. Das ist nämlich die größte Gefahr meines Erachtens. Dieser Streitwagen. Und dann mit den Schwertkämpfern ihn vollständig zu vernichten. Dann stehen wir zwar ein bisschen schlecht da, aber diese Kämpfer können eigentlich nicht viel ausrichten. Das ist ein bisschen riskant, das Ganze. Oh, oh, oh. Ob das gut geht? Hoffen wir das Beste. Hoffen wir das Beste. So, der bleibt bitte jetzt erstmal hier stehen, ausruhen. In Bristol ist mehr Wohnraum nötig, das wissen wir. Und hier oben, eigentlich solltest du dich ein bisschen ausheilen. Ich glaube, den werden wir aber trotzdem noch mit den Schwertkämpfern fertig machen. Oder vielleicht machen wir gleich einen kurzen Prozess. Komm, wo wir jetzt hier stehen, nicht, dass er uns noch abhaut. Gut. Ja, das verzögert das Ganze natürlich. Ist mir schon klar, aber lieber hier Tabula Rasa. Weiter geht's. Wir beobachten den spannenden Kampf vor Jerewan. Das sind Deutsche. Jetzt kommt das Katapult auf unsere armen Bogenschützen, die jetzt natürlich von den Kriegern auch nochmal angegriffen werden. Aber ich hoffe einfach, dass sie überleben. Das tun sie. Und jetzt die Frage, schafft der sie möglicherweise? Nein. Ah, Glück gehabt. Er heilt aus mit denen. Hervorragend. Dann müssen wir jetzt echt das Weite suchen. Bloß wie weit schaffen wir es? Ja, ich meinte, wenn wir hier raufgehen, sollten wir eigentlich in Sicherheit sein. Das blöde Katapult erreicht uns, glaube ich, dort nicht. Ja, das geht nicht. Dann erledigt der uns. Wir müssen uns, glaube ich, auch hier einmal zurückziehen. Oder vielleicht in die Richtung. Und hier wage ich mich mal. Obwohl, wartet mal. Ja, hervorragend. Sehr schön. Wunderbar. Die haben wir vernichtet. Sehr gut. Und ich denke, hier wagen wir uns dann auf den Hügel. Und dann haben wir
eine ganz gute Ausgangslage jetzt hier gewonnen. Sehr schön. Oh, und die Mauer ist soweit. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt hier auch aus unserem Bezirk, aus unserem Lager heraus schießen. Das gefällt mir. Damit ist Newcastle jetzt... Also damit ist der Süden sowas von hervorragend gesichert. Also da kann eigentlich nichts passieren. Wie sieht es aus in Newcastle? Wohnraum ist wunderbar vorhanden. Wir haben hier sehr stark auf Produktion gesetzt. Das hemmt das Wachstum. Die Stadt kann wachsen. Deswegen gehen wir mal weg davon. Aber eine Wassermühle ist, glaube ich, durchaus eine gute Option hier. Ja. Auf jeden Fall, wir haben ja sogar Weizen in der Nähe. Das ist gut. So, du wirst erstmal dich bis zur Heilung verschanzen. Und du kommst noch in heimatliches Terrain und dann machst du das genauso. Und dann geht's schon in die nächste Runde, wie mir scheint. Was machen hier die Deutschen? Funken die uns da irgendwie dazwischen? Das Katapult erreicht aber damit auch nicht sehr viel. So, und ich denke, na, wir schießen erstmal mit denen hier. Dann wollen wir mal sehen, wie weit wir damit kommen. Ja, die sind sogar erledigt. Hervorragend. Wunderbar. Ah, jetzt... Ich denke mal, das Katapult wird sich vermutlich zurückziehen. Ist ein bisschen knifflig. Nee, wir heilen lieber noch ein bisschen, weil wenn wir in die Stadtreichweite kommen, kann es sein, dass wir möglicherweise sterben dort. Das möchte ich nicht riskieren. Und wir können einen Gesandten schicken. Und mir ist jetzt, glaube ich, Genf am wichtigsten. Da könnten wir so zerreden werden und Genf könnte in den Krieg sogar mit eingreifen. Das wäre überaus praktisch. Gut, Delhi ist unerreichbar, aber es könnte natürlich auch sein, dass Genf angegriffen wird. Das ist natürlich wiederum heikel. Ach Mensch, das ist wirklich doof. Ja, ich wäre so zerreden. Aber der Bonus bringt uns sowieso nur was im Frieden. Deswegen werde ich jetzt nicht souverän werden, weil ich möchte nicht riskieren, dass Delhi hier mit der kompletten Schlagkraft hier Genf angreift und wir damit einen Verbündeten verlieren werden. Insofern, glaube ich, werden wir einfach einen Gesandten nach Sansibar schicken. Das ist genauso gut. Wer ist denn dort eigentlich schon vertreten? Ach, die Amerikaner. Aber das ist sehr schön. Bringt uns nochmal... plus 4 Gold in jedem Handelsbezirk. Das ist doch hervorragend. Das ist sehr schön. Dann machen wir das. Wunderbar. So. Hatten wir den nicht gesagt? Nee. Oh, du wirst befördert. Das ist gut. Machen wir... Garnison mal. Haben wir ewig nicht, ne? Machen wir mal Garnison. So, hier. Verschanzen bis zur Heilung und weiter geht's. Ja, Hinduismus in Magdeburg. Was machen hier die Deutschen? Das macht mich ganz nervös. Die kommen hier auch noch mit dem Siedler lang. Ach du Schreck. Die Deutschen wollen hier siedeln. Mit dem Feudalismus wuchs dem Menschen eine eiserne Rüstung, bis er im Kampf irgendwann einem Gürteltier glich. Ja, und wir können Politik ändern. Wir können Feudalvertrag, das passt jetzt gerade nicht, oder Leibeigenschaft ist auch vielleicht gar nicht so doof. Momentan haben wir gar keinen Handwerkerbau in Plan. Ich glaube, wir lassen es erstmal bei dem Stand der Dinge, den wir haben. Wir verlieren allerdings gerade... Unser Gold ist nicht besonders toll hier. Rekrutierung. Das kostet wahrscheinlich ordentlich Gold.
Lassen wir es erstmal, bis der große General kommt, lassen wir das so. So. Die nächsten Befehle müssen erteilt werden. Und jetzt stehen uns echt die Deutschen hier im Weg. Es ist unfassbar. Der muss noch ein bisschen heilen, es hilft nichts. Und du musst leider mal aus dem Schussfeld gehen, oder? Ja. Wir kriegen dich nicht erledigt. Müssen wir dir einen anderen vor die Nase stellen. Du bleibst hier noch ein bisschen stehen. Du kommst nicht voran. Hilft nichts. Wir können hier im Moment... Was war das eben? Sansibar hat England den Krieg erklärt. Sansibar ist jetzt auch auf der Gegenseite. Das ist natürlich unschön. Aha, okay, alles klar. Souterrain Indien, wir erhalten während des Krieges keinen Boni, aber die Gesandten bleiben dabei. Deswegen sieht es mit unserem Goldbrone nicht so toll aus. Das war der Grund. Na gut, dann waren diese Gesandten vielleicht nicht ganz so sinnvoll gesetzt. Aber der Krieg wird vorbeigehen. Und er möchte Gewürze haben und bietet uns... Ja gut, werden wir ihm verkaufen. Auch wenn ich ja gerne die Seide haben möchte. Aber ich glaube, das hat sich... acht. Nee, das können wir uns im Moment nicht leisten. Deswegen werden wir den Vorschlag annehmen. Das passt mir ganz gut in den Kram jetzt. Okay, weiter geht's. Er zieht einen frischen Krieger nach. Und das blöde Katapult schießt weiter. Ich dachte, ich könnte es mal mir schnappen, aber... Dem scheint nicht so zu sein. So, die Schwertkämpfer sind jetzt schon wieder ganz gut in Gang. Und die Deutschen, die mischen hier so blöde zwischenrum. Das ist echt nervig. Könnten wir da hingehen? Nee, geht nicht. Tja, die Krieger können nicht viel ausrichten. Die anderen bleiben stehen. Oder wir können sie eigentlich auch hier hinbringen. Dort sind sie dann schneller ausgeheilt. Machen wir das mal. Das scheint sich richtig lange hier noch hinzuziehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir können einen weiteren Handelsweg. Oh ja, wir brauchen dringend Händler. Und in St. Johnston brauchen wir sogar mehr Wohnraum. Auch das ist noch ein Thema. Und in London. Da ist nämlich das Handelszentrum gebaut worden. Und jetzt haben wir einen klaren Auftrag, nämlich den großen Leuchtturm zu bauen. Und leider, leider, leider gibt es da nur eine Möglichkeit. Hier würde er, glaube ich, auch hinpassen. Er muss... Wie war das nochmal mit den Voraussetzungen des großen Leuchtturms? Schauen wir uns das nochmal an. Muss an einen Hafen angrenzen. Und das ist natürlich unschön, wenn wir die Krabben jetzt hier kaputt machen. Insofern sollten wir... Doch, das Feld kaufen für 165 können wir uns nicht leisten. Erst in der nächsten Runde. Wow. Okay. Ups. Da müssen wir wohl warten. Also das wäre jetzt ungünstig, jetzt sich hier die Krabben kaputt zu machen. Ja, hilft nichts. Die Produktion muss erstmal passen. Was machen wir so lange? Ach, hier haben wir schon einen Händler angefangen. Dann machen wir da nochmal weiter. Und die nächste Produktion in St. Johnston ist zu wählen. Tja, jetzt der Siedler. Oder... Ja, ich glaube jetzt der Siedler. Obwohl hier... Warte mal, hier war auch Wohnraumknappheit. Könnten wir durch den Aquädukt... Aber das dauert mir zu lange. Nee, wir machen jetzt den Siedler. Wir machen den Siedler. So, du musst ausheilen. Achso, das ist alles schon erledigt. Okay. Dann haben wir jetzt einen neuen Händler. Ich weiß gar nicht, ist das der neue oder der alte? Ist egal. Wir haben, denke ich, noch zwei Wege zwischen Städten, die wir zwischen den Städten etablieren könnten. Und zwar einmal zwischen Bristol und Lancaster, denke ich, sollte man einen
kurzen, knappen Weg bauen und dann natürlich zwischen London und Land's End. Insofern würde ich den jetzt auch bevorzugen und wir schicken erstmal den nach Land's End und in der nächsten Runde beauftragen wir dann den Weg und theoretisch könnte man noch von Newcastle nach Brüssel, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so große Priorität. Okay, das heißt, wir gehen jetzt in die nächste Runde, schauen mal, wo das Katapult wieder hinschießt. Und wo vor allem die Deutschen hinziehen. Ich vermute mal direkt dort. Oh, 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 das wird hier schon wieder knapp. Die wollen hier echt eine Stadt gründen. Also ich schätze, lasst uns das mal kurz angucken. Ha! Die könnten sich hier hinstellen wollen. Wisst ihr was? Wir könnten das blockieren, indem wir da unsere Einheit stehen lassen und sie dann dadurch nicht raufkommen. Das wäre natürlich sehr perfide. Allerdings würde uns dann auch die Einheit fehlen, die wir eigentlich jetzt für diesen Angriff auf Jerewan dringend bräuchten. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Was machen wir jetzt? Wir werden mal Folgendes tun. Käme ich dahin zu Fuß? Ich riskiere jetzt mal was. So. Und jetzt. Ach, das ist keine Nahkampfeinheit, ne? Oh nein! Was habe ich getan? Ich wollte da hinlaufen. Und jetzt sind wahrscheinlich unsere Bogenschützen erledigt. Wie ärgerlich! Wie ärgerlich! Wie ärgerlich! Kann man das noch verhindern? Indem wir ihnen ein anderes Ziel geben, indem wir ihn vielleicht beschädigen. Oh, ich dachte, man könnte ihn jetzt manuell. Kann ich das irgendwie? Nee. Ich kann hier wirklich nur angreifen. Wie bitter ist das denn? Ah, ich dachte, das wäre so eine Art zivile Einheit, in die man einfach reinlaufen könnte. Jetzt wird vermutlich unser Bogenschütze erledigt werden. Das ist ja bitter. Ach, verdammt. Ärgerlich. Ein Opfer dieses Krieges. Ein Opfer dieses Krieges steht bevor. Gut, ansonsten könnte man sich natürlich jetzt überlegen, Jerewan, ist das jetzt so nötig? Man könnte jetzt auch Frieden schließen. Allerdings, mal ehrlich, diese Truppen würden sonst... Okay, es kostet uns ein bisschen Geld, aber die würden sonst auch nur irgendwo rumstehen. Wir verlieren nicht viel. Also wir... Wenn wir uns nicht weiter so blöd anstellen und hier einen Bogenschützen nach dem anderen opfern, ist das jetzt keine großer Verlust. Im Gegenteil, wir haben einfach zwischen unseren weiteren Ausbauten ein bisschen was zu tun und das ist ja auch nicht das Schlechteste. Aber das ist hier ärgerlich. Aber vielleicht ist der Katapultschütze so abgelenkt, dass er woanders hinfeuert von den ihn umkreisenden englischen Truppen. Wir werden es sehen beim nächsten Mal. Bleibt dran, macht's gut. Euer Steinballen.